Hui, Wella! Allemal! Jetzt wollen wir sehen, dass wir in den Wald kommen mit dem fröhlichen Lied auf den Lippen. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Dankeschön. Einen neuen Marsch probieren durch den schönen Westerwald. Leider pfeift der Wind so kalt. Wir befinden uns hier an der Raiffeisensäule. Und zwar die Raiffeisensäule zeigt das Wirken von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, was er in seinem Leben von 1835 vielleicht bis zu seinem Sterbedatum 1888 geleistet hat. Wir sind ja stolz darauf, dass wir der Geburtsort von Friedrich Wilhelm Raiffeisen sind. Und das ist er definitiv. Das ist definitiv. Haben an der See. Klar. Ja, hier befinden wir uns vor dem Raiffeisenmuseum. Mhm. Es ist natürlich auch vom Land gefördert worden mit viel Geld. Dafür sind wir natürlich auch dankbar dem Land und sind stolz darauf, das Gebäude jetzt doch auf den, wie soll ich sagen, Raiffeisen dem gerecht zu werden, was Raiffeisen eigentlich vollbracht hat. Und hier auf der Tafel sehe ich, können wir gleich noch mal näher rangehen, da ist ja auch sehr interessant, was ja auch wichtig war für den ganzen Westerwald, die beiden Straßen, die er hier initiiert hat. Richtig. An den Straßen hat er natürlich die Dörfer, die hatten ja früher auch keine Schulhäuser oder sowas, wurde ja in den Familien die Schule abgehalten oder in kirchlichen Institutionen, in Pfarrhäusern. Und da hat er dafür gesorgt, dass auch Schulen gebaut wurden in den Dörfern. Und dass er hat einfach gemerkt, dass von seinem Pfarrer her, von Pfarrer Seipel, dass das Volk Bildung brauchte. Man muss wirklich sagen, er war ein Sozialreformer, den kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Hier rechts die Touristikinformation, links ist das Büro von der Frau Schumacher, dahinter mein Büro, oben haben wir Versammlungsräume, kleine Versammlungsräume, eine Gedenkstätte der jüdischen Vergangenheit und jetzt gehen wir gerade zur Tür rein und können wir uns noch die Exponate anschauen. Sehr fein. Wenn Sie freundlicherweise hier etwas reinschreiben, wie es Ihnen gefallen hat hier in Hamm, das wäre lieb. Am Originalsekretär von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Ein Hoch auf Hamm und Raiffeisen. Genau. Lieber Friedrich Wilhelm, bin auch heute bei dir vorbeigekommen.